Hallo zurück bei Super Exploding Zoo, hier steht es noch. Ja, wir sind hier gerade in dieser, weiß ich nicht, so eine Art Hauptquartier-Basis-Dingens. Ja, was kann man hier machen? Das ist gut Platz. Okay. Hier kann ich... Ah, ich bin ein Geist. Ich bin ein Geisterpinguin. Okay, was gibt's denn hier so? Was bist du? Das könnte ein Erdmännchen oder so sein. Oder ein behinderter Hund. Ist egal, ich habe noch so einen behinderten Hund. Okay. Ach so, dieses Ding hier kann man noch einsammeln. Okay. Einfach alles kaputt machen. Ah. Okay. Kann einer von euch komischen Hunden darüber klettern? Nö. Okay, dann kommen wir da jetzt erstmal noch nicht hin. Dafür brauche ich einen Affen. Oder ähnliches. Hier ist noch so eine Karte. Sticker, meine ich. Highscores. Okay, Highscores interessieren mich nicht. Souvenirs. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Nächste Seite. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich hab nur das erste. Mit cooler Musik, yeah. Okay, zurück. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Bam, gehen wir einfach durch und... Was ist das denn hier alles Schönes? Ach, das sind jetzt die verschiedenen Level, wo ich hin kann. Okay, ins zweite Level kann ich offensichtlich nicht. Da rein kann ich auch nicht. Versus will ich nicht. Okay, war ich vielleicht noch nicht fertig mit dem ersten? Ich glaube schon. Nee, drei fehlen uns noch. Gehen wir doch direkt mal hier Nummer 18. So. Jetzt aber wieder, da ist das Ei. Ach, das hatte ich ja nicht geschafft, stimmt. Ich erinnere mich. Tut mir leid, ich bin... sehr vergesslich. Ach, hier konnte ich wieder... Ach so, doch, natürlich. Das kaputt machen. Okay, dann wollen wir noch mal versuchen. Ein paar Schildkröten mitnehmen. Und ganz schnell darum. Den lassen wir noch mal am Leben. So. Nehmen wir hier noch ein paar Schildkröten mehr mit. Und machen den kaputt. Oh mein Gott. Muss mich jetzt beeilen. Okay. Rennt, Leute. Rennt. Komm schon. Der ist dann kaputt. Okay, ein bisschen Zeit habe ich noch. Da ist kaputt. Jetzt soll ich aber auch mal zusehen, dass ich hier noch ein paar von den Geckos und den Schildkröten kriege. So, und Geschwindigkeitsbonus. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Ich hoffe, ich sterbe daran jetzt nicht. Ich habe noch zwei kleine Tierchen übrig. Okay, es wird eng, ich muss nach oben. So, und jetzt ganz schnell noch die restlichen Tierchen einsammeln. So, komm schon, schneller. Und mit Fullspeed holen wir uns auch die restlichen beiden hier noch. Sehr schön. Brutplatz. Kann ich da eigentlich jetzt schon? Vier Tiere. Sehr gut. Sehr gut. Nächstes Level.
Okay, okay. Zack. So. So und. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Die Horde ist schon mal weg. Okay, okay. Ich sollte mir dringend mal die ganzen Krokodile da holen. Zum Glück habe ich ja den einen Gecko noch. Habe ich nämlich eben gar nicht drauf geachtet. Ach, und dann kann ich hier auch. Zack. So, Gecko klettert darüber. Okay, komm schon, Gecko, 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 Gecko. Mach das auf jetzt. So. So, und jetzt aber. Und gewonnen. Alles klar, nächstes Level. Das wird ja immer besser hier. Oh, ich bin so gut. Das ist Ei ganz unten in der Ecke. Ja, nee, das geht noch nicht. So. Die hier. Dann die hier. Jetzt kann ich mit dem Gecko das öffnen und mit einem Gecko darüber. Damit wecke ich dann die alle auf und mach das komische Tor auf. So. Nein! Ich würde sagen, ich habe verkackt. Okay, ich habe ganz eindeutig verkackt. Ich mache Neustart. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Hätte ich besser planen müssen. Aber okay, das ahnt man ja vorher nicht. So, jetzt habe ich hier hässlichen Dolos. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die Pinguine wesentlich niedlicher. So, mach kaputt den Scheiß. So, super. Das eine Kroko mitnehmen. So, jetzt hier dran ganz vorsichtig. Irgendwie vorbei. Darf nur das Kroko nicht sterben. So, Kroko legt sich da hin. Boom. Boom. Jetzt habe ich kein Kroko mehr. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Gibt's hier irgendwo noch ein Kroko? Ach nein, ich sehe es schon. Ich glaube, ich hätte zuerst darüber gemusst, da wo ganz viele Krokos sind. Okay, dann machen wir das einfach nochmal. Wir haben ja auch sonst nichts zu tun. So, jetzt aber. Zack, zuerst den nehmen. Diesmal gehen wir auch zuerst hier ran, holen uns die zwei Geckos. Dann machen wir mit dem Gecko das auf. So. Und die drei Pinguine schon mal mit. So, und komm, mach das auf. Stell dich nicht so dumm an. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach das, sag mal, kriege ich den Gecko da nicht hin, oder? Wie war das? So, Gecko. Gecko, dahin. Danke. Das hat mich jetzt sehr viel Zeit gekostet, das war gar nicht gut. Ganz viele Krokos mitnehmen. Thank you.
und ganz fix den Weg wieder zurücklaufen. Und Attacke. Ja. Gewonnen. Gewonnen, Freunde. Nächstes Level. Sehr schön. Ey, ich hab das Level abgeschlossen. Aha. Und jetzt laufen wir zu dritt durch die Gegend. Mit meinen hässlichen Hundefreunden. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. In die Krawalllagune. Machen wir das mal. Level 21. Gibt's hier jetzt was Neues? Löwen. Die Löwen haben sehr viel Leben. Das brauchen die Löwen auch. Okay, da ist nichts mehr. Okay, okay, ich sehe das schon. Das schaffe ich nicht schnell genug. So, machen wir das einfach nochmal, das Ganze. Ist ja gar kein Problem für uns. So, holen wir uns die Löwis. Ein Löwe haben wir verloren. Okay. Und ganz viele andere Löwen. Und jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Oh nein, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Nein. Och Mann, nochmal. Müssen wir noch schneller sein. Wie macht man denn das hier? Ich glaube, so ist ganz gut. Jetzt werden die ja langsamer, das steht ja da unten. Sind super, die Löwen. Jetzt kriege ich sie auch tot hier. Ja, sehr schön. Wir gehen noch einmal kurz in den Brutplatz gucken. Ja, habe ich wieder haufenweise Tiere. Und es hat sich sogar gelohnt. Was schlüpft denn jetzt? Esel. Wie Pinguine. Er sieht etwas gestört aus, aber er hat eine schicke Frisur, muss ich sagen. Okay. Nächstes Level. Ich glaube, ich sage zu oft nächstes Level. Aber das ist in Ordnung so. So. Pinguin, hol den Löwen. Löwe, setz dich. Nee, nee, Löwe, du darfst dich noch nirgendwo setzen. Wie? Ach. Löwe, setz dich, Löwe. Nein, nein, ich bin tot. Uff, oh Mann. So, jetzt ganz schnell nachdenken. So, jetzt habe ich hässliche Esel. So, damit gehe ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig da drin. Okay, ich gehe da nicht dran vorbei. Machen wir das mal anders. Und zwar gehe ich... Nein, ich hätte doch den anderen Esel erst einsammeln sollen. Oh, wie doof bin ich denn? Oh Mann. So, jetzt wieder mit den Dodos. So, holen wir erstmal die Schildkröten. Gehen dann hier rein, holen den Löwen. Und setzen den Löwen jetzt da irgendwie mal drauf. Setz dich da drauf, du doofer Löwe. Warum will er nicht? Taktikmodus. Da. So, dann kann Löwe sich nämlich schon mal... Nein! Jetzt hatte ich ja wieder nur noch einen. Och, Mann. Das ist mir peinlich, dieses Level. Also das darf ich eigentlich niemandem sagen. Aber ich mach's trotzdem.
für die liebe YouTube-Community. So. So, jetzt aber direkt mit Taktik. Zack. Drauf gesetzt. So. Holen wir uns noch mal ein paar Schildkröten. Ich mag Schildkröten. Und ein paar ganz viele Löwen. Weil Löwen mag ich auch. Und ein paar Pinguine. Noch mehr Löwen. Machen wir die ersten schon mal kaputt. Holen uns noch mehr Löwen. Und noch ein paar Schildkröten, damit wir auch alle Tiere haben. Sind da noch mehr Tiere? Mehr Tiere gibt's nicht. Und jetzt haben wir noch ganz viele Tiere wieder über, mit denen wir nachher wieder Eier bewerfen können. Nächstes Level. So, wieder der hässliche Vogel. Wo gehe ich denn hier jetzt lang? Lauf schneller, du hässlicher Vogel. Ein paar kleine süße Affen. Oh mein Gott, ich sollte mich beeilen. Ich merke schon, dass es ziemlich eng wird. Ich gehe erstmal wieder zurück und mache ein bisschen was tot. Nein, ich war eine Viertelsekunde zu langsam oder so. Oh mein Gott. Jetzt aber. Lauf, Dodo, lauf. Ich will aber unbedingt diese ganzen Tiere hier haben, weil damit habe ich eine sehr viel größere Chance zu gewinnen. So. Und jetzt aber. Die ersten Gegner sind kaputt. Das kann ich eigentlich hier mal Löwen hinsetzen. So, weil guck mal, der Löwe geht jetzt dahin. Der Löwe geht mal dahin. Und der Löwe geht darauf. Dann habe ich ja schon mal ein bisschen was. Dann nehme ich hier noch ein paar Dodos und Geckos mit. Und ganz wichtig, die Löwen. Oh nein, wir sind wieder kurz vorm Verlieren. Ich muss ohne Löwen dahin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Das gibt es gar nicht. Nochmal. Nochmal. Muss ich vielleicht zuerst in eine andere Richtung? Ich glaube nicht. Okay. Okay, versuch so viele Tiere wie möglich zu kriegen. So, jetzt setz schon mal einen Löwen darauf. Und ganz schnell. Schneller, schneller, schneller. So, wenn ich jetzt gehe ich auf Risiko, stelle ich da einen Löwen drauf, der den verlangsamt und versuche mir nämlich nochmal ganz schnell die anderen Tiere hier zu holen. Und Attacke. Ah!
Sehr gut. Sehr gut. Oder brauchen wir Zeit? Und weiter. Wo haben wir denn jetzt unser Ei? Der Bildschirm ist weiß. Okay, okay, das war eine sehr lange, komische Ladezeit. Aber das ist in Ordnung. So, wir dingen mit. Hier ist unser Ei. Och, wie soll ich denn? Da muss ich mich jetzt aber beeilen. Okay, dafür brauche ich Affen. Und zwar brauche ich ein bisschen Schnellaffen. Komm schon, mach das Ding auf. So, und jetzt setzen wir einen Löwen darauf. Und einen... Ne, der Löwe sitzt ja schon. Der Löwe kommt jetzt darauf. So. So, es ist noch einer kaputt. Zwei habe ich noch, das ist sehr gut. Oh nein, so gut war das gar nicht. Ich habe keine Affen mehr. Ups. Aber ich kann trotzdem gewinnen. Ich habe keine Affen mehr. Ich kann die ganzen anderen Tiere nicht holen, aber gewinnen kann ich trotzdem. Dann tue ich das jetzt auch. Oh nein. Oh nein, ich habe nur noch den Löwen. Ich kann doch nicht gewinnen. Ja, witzig. Wenn ich den jetzt töte, dann habe ich trotzdem verloren, oder? Ja, habe ich. Alles klar. Okay, versuchen wir das nochmal. So schwer kann das ja schließlich nicht sein. Da lang kann ich nicht. Schnappen wir uns den kleinen Freund hier. Und machen wieder alles genauso wie vorher. Wir passen nur besser auf unsere Affen auf. So, wieder mit einem Affen darüber. So, diesmal machen wir das damit. Das ging nämlich wesentlich besser. So, ein Affe. Okay, ich kann die nicht darüber schicken. Ein Löwe setzt sich jetzt mal darauf. Oh, ich habe den Affen doch dahin geschickt. Mach das. Affe, mach das an. Super, komm zurück, Affe. Oh, einer noch. So, dann ist schon mal der nächste weg. Der kann mal dahin laufen. Okay, ein Affe wird das hier nicht überleben. Und zwar muss der jetzt mal ganz fix darum. Bam. Und jetzt kann unser Affe auch darüber klettern.
Okay, okay. Und oh, noch einen Pinguin mitnehmen. Okay, wir können gar nicht mehr verlieren. Wir sind eine sehr mächtige Armee. Und Attacke. Und jetzt haben wir wieder so viele Tiere über, dass ich denke, wir können den Hutplatz einmal besuchen. Es hat noch Eisstärke 80. Aber wir haben so viele starke Löwen dabei, dass wir das einfach so hingekriegt haben. Das ist doch super. Also ich freue mich. Was ist das denn bitte? Das ist doch kein Nilpferd. Also ich meine, ja gut, von der Schnauze her ist es ein Nilpferd, aber ansonsten sieht's doof aus. Aber ich mag neue Sachen. Nächstes Level. Okay. Scheint so, als hätten wir nicht sonderlich viel Zeit. Den machen wir mal kaputt. Weil der hat mir Angst gemacht. So, holen wir uns Löwen. Weil Löwen sind einfach super. So, jetzt nehme ich meinen Löwen und setze ihn darauf. Und mehr Löwen habe ich nicht. Das ist doof. Jetzt muss ich den zuerst kaputt machen. Okay. Und jetzt haben wir noch mehr Tiere. Den Gecko nehmen wir noch mit und die Dodos auch. Und dann gehen wir hier lang und da haben wir wieder schöne neue Löwen. Und noch mehr Löwen. Noch viel mehr Löwen. Und Angriff von hinten. Zack. Und der letzte noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich würde sagen, wir gucken noch einmal beim Brutplatz und schmeißen noch mal ein paar Sachen. Oh, Eisstärke 100. Aber da haben wir doch schon 65, das ist fast die Hälfte. Und dann gehen wir zurück zum Zentrum in unsere super coole Geheimbasis. Und ich würde sagen, ey, ich habe doch diese Hunde. Aha, das ist ja super. Ich habe einen neuen Sticker und einen Affen habe ich jetzt auch. Und da ist noch so ein Sticker. Oha, ich bin ja begeistert. Und ich bin irgendwie schneller. Okay, gibt's hier sonst noch was Interessantes? Mit dem Affen kann ich jetzt darüber. Damit kann ich das einsammeln. Dann macht der Affe das hier kaputt. Hoffe ich doch. So, macht das kaputt. Und auf dem Parkplatz war, glaube ich, nichts. Mal hier lang. Da ist ein Elefant. Oh, wie cool. Der ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen. An das Krokodil. Kommen wir da irgendwie ran? Sieht nicht so aus. Um da ranzukommen, brauche ich, glaube ich, ein Krokodil. Wenn ich das jetzt richtig sehe, muss ich ja hier rüber, um an die Krokodile zu kommen. Wobei, hier komme ich gar nicht rüber, auch mit Krokodil nicht. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich habe da gerade so eine Vermutung. Nee, ich dachte, dass man möglicherweise aus so einem Level da hinten durchkommen kann. Ja, nee, dann weiß ich es nicht, wie ich da... Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber okay, ich muss auf jeden Fall irgendwo da... Naja, okay, und weiter hier rüber geht es ja auch nicht. Boom, Highscores sind kaputt. Okay, ja gut, vielleicht finden wir das noch irgendwann raus.
auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Exploding Zoo. Tschüss!